Hallo Leute, ich mache ein neues Video. Ich weiß nur nicht über welches Thema. Dann habe ich hier so meine Bärchenwurst. Es ist mein Smiley, cool. Ja. Wer schreibt mir denn? Kater Carlo schreibt. Aha, was will er denn? Was will denn der Kater Carlo? Habe ich das Mikro an? Ja, Mikro ist an. Ja. Ja, okay. Gut. Machen wir das so. Danke für alles, mein Dasein auf YouTube. Habt ihr die Playlist schon? Habt ihr die schon rumgeschickt, sag mal? Habt ihr die irgendwie nur irgendwie einmal rumgeschickt, das auch weitergeleitet? Ja, dann macht das bitte. Oh, man muss ja für alles irgendwie, muss man ja sorgen hier. Okay. So, naja, dann wollen wir mal essen. Meine leckere Bärchenwurst. Ein Kaffee. Alles ruhig. Eine Minute 41 schon, ich glaub's ja nicht. Wer ruft denn da an? Moment. Hallo? Ich bin's, Victor. Wer bist du? Ich bin Victor. Viktor, welcher Viktor? Weißt du doch. Nee, tut mir leid. Hier ist Sören Schnabel, Musikproduzent. Was kann ich für dich? Ja, hier ist Victor Alplali. Viktor Alblali? Das soll ich dir glauben, dass du Alblali bist? Ich esse hier gerade meine Bärchenwurst und hier ruft ein Alblali an. Soll ich dir das glauben? Ganz ehrlich, Du bist kannst doch, du lass mal. mich mal kurz ausreden, du bist doch bestimmt der Spinner aus der WhatsApp-Gruppe, der mich schon gestern genervt hat, oder? Kannst du dich nicht mehr erinnern? Hamburger Innenstadt, Hauptbahnhof vor McDonald's, der Cheeseburger und ich ein Big Mac. Und du hast mich angesprochen, ob wir ein Foto machen können? Bist du echt ein Blali? Ja. Warte. Wir haben ein ernstes Wörtchen miteinander zu reden. Warum? Was ist denn los? Ich muss erst mal drauf einen Schluck Kaffee trinken. Ich meine, wenn du wirklich ein Blali bist. Ja, trink mal deinen Kaffee mit Schuss. Ja, war ja nicht so gemeint, ein Blali. War doch nicht so gemeint. Ist doch gut. Warum? Okay, erzähl mal, warum rufst du mich an? Warum ziehst du meine beiden Homies so in den Dreck? Welche Homies meinst du denn? Ja, weißt du ganz genau, Schnabelchen. Weißt du ganz genau. Nee, ich stehe echt gerade auf dem Schlauch, Alblali. Ich Viktor. sage nur, Tanzverbot und XL. Tanzverbot? Da habe ich ein Video drüber gemacht, wusste ich gar nicht. Was mit X? Was ist mit dem Herrn, der Pizza bekommen hat? Wieso machst du dich über den lustig? Nur weil er ein paar mehr Pfunde auf den Rippen hat? Was? Über welchen Herrn mache ich mich mit Pizza? Wer hat denn eine Pizza gegessen? Ja. Du weißt genau, von wem ich rede. Der schön Pizza von seinen Fans bekommen hat bei Twitch. Du meinst diesen Fettsack da, diesen Xel? Ja, nun, Wieso redest du so? also Moment mal, Herr Viktor Alplali, wir haben uns getroffen und du bist auch sicherlich ein toller YouTuber, aber du machst mich hier jetzt nicht am Telefon so an, bitte. Ich bin nämlich gerade aufgestanden, hab frisch geduscht und esse hier meine Teddywurst. Genau bezeichnest du ihn als Fettsack? Mit welcher Berechtigung? Ich habe gesagt, ich esse hier meine Teddywurst und möchte auch nicht von Ihnen so angemacht werden hier. Was? Hör auf, ihn zu beleidigen. Meine Güte, ja, was macht er auch so ein Video? Ich meine, er isst doch fett und er frisst doch da auch Fett. Was? Hallo, schon wieder eine Beleidigung. Möchtest du Er erklären, hat doch wie du wohl durch deine mich auch Abos bekommen. Ich habe ihn doch gefeatured auf YouTube. Jetzt hör mal auf, hören Sie Du mal hast auf. ihn gefeatured. Ja, natürlich, hör mal auf bitte. Ich bin doch großer Fan von dir und dann machst du mich so an. Ja, warum nennst du ihn Fettsack?
Eiblali, alles gut. Ich wünsche dir wirklich. Ich habe hier gleich noch eine Musikproduktion zu machen. Ich muss jetzt hier mein Frühstück essen. Wer meinst du, ist in deinen Keller eingebrochen? Wer hat versucht, bei dir einzubrechen? Und jetzt ist Schluss. Ne? Ah, okay. Ja, haarsträubend. Alplali ruft bei mir an. Ich bin jetzt ganz verdattert und hat mich hier. Naja, war ein kleines Streitgespräch, wie ihr gemerkt habt. Ich werde jetzt mal einen Schluck Kaffee trinken und dann mir die Sache mal durchdenken und fange vielleicht eine neue Produktion an meinem neuen Cubase 9 an. Alplali ruft an. Naja, jetzt wisst ihr, welche Leute hier anrufen. Ich sag nur, Pastewka.